Im Internet stellt er seinen Reichtum zur Schau, Mr. Cash Money aus Dortmund. Seine Kohle verdient er mutmaßlich mit dem Anerkennen von Kindern. Der gebürtige Nigerianer hat einen deutschen Pass. Den bekommt auch jedes seiner Scheinkinder, deren Familien kriegen dadurch Bleiberecht. Laut Recherchen der Sicherheitskooperation Ruhr hat der Dortmunder 24 Kinder. Durch Familiennachzug zahlt der Staat jetzt für mehr als 90 Menschen. Wir haben uns die Mühe gemacht, mal aufzurechnen, was ist an Miete dabei, was ist an Sozialleistungen dabei. Da werden Schulgelder gezahlt teilweise, weil die Kinder älter als 6 sind. All diese Leistungen haben wir mal zusammengerechnet für die ganzen Personen, die er mit einem Aufenthaltsstatus versorgt. Und da kommen wir auf deutlich über 1,5 Millionen Euro im Jahr. Die Stadt Dortmund zieht jetzt Konsequenzen. Vaterschaftsbeurkundungen, die ausländerrechtlich von Interesse sind, werden ausgesetzt und genauer geprüft. Dazu äußern will sich die Stadt auf RTL Westanfrage nicht. Für Oliver Huth vom Bund Deutscher Kriminalbeamter NRW hätte die Ruhrgebietsstadt schon viel früher aktiv werden müssen. Die Kommunen müssen ihre Aufgabe in der Sicherheitsarchitektur auch wahrnehmen. Das bedeutet, genau zu prüfen, ob betrügerisches Verlangen nach entsprechenden Genehmigungen und Anerkennung vorliegt oder nicht und nicht einfach Geld ausschütten und Verwaltungsakten zustimmen. Das bedeutet, man fragt vielleicht auch mal bei der Polizei, welchen Erkenntnishorizont man hier hat. Man tauscht sich über Phänomene aus. Für mich unerklärlich, wenn es so einen Gestaltungsspielraum gibt, dass hier Vaterschaften anerkannt worden sind und diese hohe Summe zur jährlichen Auszahlung kommt. Das kann man den Bürgerinnen und Bürgern nicht erklären. Die betrügerische Absicht liegt dem objektiven Betrachter quasi vor Augen. Grundsätzlich gilt, beim Beurkunden von Vaterschaften ist völlig unerheblich, ob der Antragsteller tatsächlich der leibliche Vater ist. Männer können die Pflichten eines Vaters übernehmen, ohne mit dem Kind verwandt zu sein. Das sind dann sogenannte soziale Väter. Seit 2017 gibt es im bürgerlichen Gesetzbuch § 1597a. Der soll eine rechtliche Grundlage schaffen und das Problem der Scheinvaterschaften zumindest eindämmen. Der Paragraf beschreibt mehrere Auffälligkeiten, die einen Missbrauch vermuten lassen. Beispielsweise, wenn ein Mann schon verdächtig viele Kinder hat oder offensichtlich ist, dass es keine persönliche Beziehung gibt oder gab. Wenn der Verdacht des Missbrauchs besteht, wird die Beurkundung ausgesetzt, das Verfahren auf Eis gelegt. Sollte sich einer der Punkte bestätigen, kann die Beurkundung abgelehnt werden. Das funktioniert aber nur im Falle eines sozialen Vaters. Denn 1597a liefert das rechtliche Schlupfloch direkt mit. Sobald der Scheinvater angibt, dass er sein leibliches Kind anerkennt, sind die Behörden machtlos. Theoretisch wäre diese Behauptung mit einem Gentest leicht zu überprüfen. Das ist aber verboten. Wieso soll das nicht möglich sein? Wir verausgaben Steuergelder über Jahre, akzeptieren die Kinder hier, ermöglichen ihnen Bildung. Warum soll man auf sowas verzichten, wenn man Millionen von Euro dafür ausgibt? Ist keinem zu erklären und ist auch nicht ein Grundrechtseingriff, der nicht akzeptabel wäre. Es geht darum, jemand stellt eine Bitte an den Staat, Gelder auszuzahlen, Familiennachzug zu ermöglichen. Da muss der Staat auch die Möglichkeit haben, das zu überprüfen. Eine weitere Schwierigkeit ist der Datenschutz. In Deutschland gibt es deshalb kein zentrales Personenstandsregister. Vaterschaften können bei Jugend- und Standesämtern beurkundet werden, alternativ bei Notaren. Die können aber nirgends einsehen, wie viele Kinder der potenzielle Vater schon hat. Nur das Ausländeramt könnte die entsprechenden Daten liefern. Es müsste zum einen eine generelle Regelung sein, dass das Ausländeramt die letzte Draufsicht hat, bevor eine Anerkennung stattfindet. Weil da laufen die Fäden zusammen und da kann man letztendlich sagen, hier wird Missbrauch betrieben oder hier besteht der Verdacht, dass Missbrauch betrieben wird. Das ist im Moment nicht so. Erschwerend hinzu kommt, dass sich Scheinväter wie der Dortmunder Jonathan A. mit ihrer falschen Anerkennung nicht strafbar machen. Das ist ein großes Problem. Die meisten Staatsanwaltschaften erkennen da keine Strafbarkeit und von daher kommt es da auch nie zu Anklagen. Das Thema Scheinvaterschaften begleitet die Politik schon seit Jahrzehnten. Zuletzt bringt NRW 2020 einen Gesetzesentwurf in den Bundesrat ein, um das Verbot missbräuchlicher Vaterschaftsanerkennungen zu reformieren. Der Punkt wurde aber von der Tagesordnung gestrichen. 2008 sollte die Möglichkeit eingeführt werden, dass Behörden Vaterschaften anfechten können. Die Konsequenz wäre allerdings, dass betroffene Kinder die deutsche Staatsbürgerschaft verlieren und damit staatenlos werden. Rechtswidrig, so das Bundesverfassungsgericht 2013. Die Politik kommt bei dem Thema einfach nicht voran. Und auch der NRW-Justizminister hat heute nicht viel dazu zu sagen. Der Spielball ist jetzt im Feld der Bundespolitik. Bundesinnenministerium und Bundesjustizministerium sind aufgerufen, eine Regelung zu entwerfen, wie man diesem Missbrauch von Vaterschaftsanerkennungen begegnen kann.
Das wollen die Ministerien auch scheinbar machen. Aktuell wird in Berlin wieder über eine Neuregelung der Gesetzeslage diskutiert. Mr. Cash Money zeigt, wie nötig das ist. Und er ist kein Einzelfall. Die Behörden gehen davon aus, dass es deutschlandweit mindestens 5000 Scheinvaterschaften gibt. Der geschätzte Schaden für den Steuerzahler 150 Millionen Euro im Jahr.